So, dann wollen wir mal die dritte Illusionswand durchsuchen. Was sagst du denn, Schönes? An diesem Ort versammelten sich einst die Götter, unsichtbar für die Augen anderer. Es war die Dämmerung der Zeit. Okay. Das Wunder der Schöpfung. Hier vereinten die Götter die Elemente. Der Amboss der Dämmerung. Der Mittelpunkt der Schöpfung. In seinem Licht entstehen und vergehen alle Dinge. Durch seine Macht nahmen die Götter selbst Gestalt an. Vor dir liegt der Mittelpunkt der Schöpfung. Hier hat alles begonnen. Tempest, das Leben und die Zeit selbst. Auf dieser Druckplatte? Na gut. Wenn die das sagen, schauen wir mal. Okay. Und hinter dem Mittelpunkt aller Dinge ist ein Wurm und will uns töten. Das ist ja auch kurios. Aber gut, da werden wir wieder das Vor- und Zurückspiel spielen müssen. Obwohl, ja, es ist wieder ein Antimagiefeld. Aber nur da, wo der Wurm ist, nicht davor. Dann heilen wir jetzt mal hoch und probieren gleich mal den Stab aus. So, wo ist der Stab? Da ist der Stab. Und zack. Ne, geht nicht. Schade. Wir hätten unsere Wutträger mal aufbewahren sollen. Weil hier wären die echt gut gekommen. Die Würmer halten tierisch viel aus. Also ja, wir haben noch zwei, aber die hätte ich echt gerne für den Endkampf. Und das Gesicht am Anfang hat definitiv gelogen. Man braucht jede Menge Mut gegen diese Würmer vor allem. So, wie viele Lebenspunkte hast du noch? Oh, nicht mehr viel. Dass die aber auch immer so schnell treffen. Ich meine, wir haben jetzt schon einen maximalen Waffenskill. Das heißt, eigentlich müsste jeder unser Treffer sitzen. Und wenn wir den Gegner treffen, wird er normalerweise unterbrochen. Und kann uns nicht angreifen. Aber die Würmer sind ja irgendwie anders. Na, also. Und ich denke mal, die ganzen Gesichter meinten nicht die Druckplatte als Mittelpunkt von allem, sondern das, was dahinter liegt. Was auch immer hier jetzt liegt. Das sind die Throne der Götter? Noch ein Wurm. Das sieht wie eine Art Thron aus. Also auf der einen Seite schöne Marmorthrone mit Goldbeschlag und auf der anderen Seite Knochenthrone. Sollen das vielleicht die guten und die bösen Götter symbolisieren? Das könnte sein. Aber sonst ist hier nichts. Außer in der Mitte wohl irgendwas Wichtiges. Gucken wir mal. Ja, mehr Würmer. Autsch. Das sind sogar zwei, die uns dann gleichzeitig hauen können. Also müssen wir von hinten anfangen. Ja. Erstmal hochheilen, dann werde ich gleich ein, zwei Mana-Tränke schlucken. Denn ich habe keine Lust, jetzt einen Cut zu machen und hoch zu regenerieren. Ich will wissen, was dahinter liegt und wie das Spiel weitergeht. Also, Magietasche. Wir... Boah, bringen die wenig. Na gut, wird reichen müssen. Was haben wir noch? Weibernblut. Weibernblut macht Granitenhaut des Schutzes. Ja, das benutzen wir doch mal. So, das hielt zwar nicht besonders lange, aber gegen die Würmer dürfte es hoffentlich ausreichen. Wir müssen da lang. Und Ruf darf. Ich halte mir jetzt hier vier Schläge aus statt drei. Wow. Oder wir kriegen gar keinen Schaden.
Es scheint so, als ob der Zauber eine gewisse Anzahl an Trefferpunkten absorbiert, bevor er sich auflöst. Also entweder das, oder wir haben jetzt gerade 100% Schutz, weil unsere Rüstung ja schon so gut ist. Und die Steinhaut bringt ja nochmal plus irgendwas an Rüstungsschutz. Damit kommen wir auf 100 oder so noch höher. Das heißt, wir sind jetzt unsterblich. Was ja auch nicht schlecht ist. Na komm, stirb. Sehr, sehr schön. Also für den Endkampf haben wir jetzt noch zweimal diesen Granitschutz, zweimal die Berserkertränke. Das dürfte ein Kinderspiel werden. Oh, da ist nur eine Truhe. Na komm, ich will wissen, was in der Truhe ist. So. Und ein silberner Becher. Gewicht 1 Kilogramm. Und das war's. Also in dem Raum, wo die Götter die Existenz erschaffen haben und die Zeit und alles, finden wir einen silbernen Becher. Was machst du? Okay. Naja, dann wird es wahrscheinlich da weitergehen. Aber es war trotzdem ein wenig verstörend. Also erst diese riesige Ansprache von den Gesichtern und dann einfach nur ein paar Würmer und ein silberner Becher. Das ist schon komisch. So, hier können wir nirgendwo rein. Immer noch nicht rein. Der Weg nach Osten ist immer noch nicht frei. Was machst denn du? Kann man nicht drücken? Nichts passiert. Das haben wir gelöst. Mit dem Uhrzeigersinn. Wir haben das gelöst, indem wir geschummelt haben. Mit dem Stein. Und wir haben hier den silbernen Becher gefunden und alle Würmer getötet. Warum kommen wir jetzt nicht nach Osten? Vielleicht hätten wir irgendwas auf der Druckplatte liegen lassen sollen. Gehen wir nochmal kurz hoch. Also, hier. Stein. Mehr Stein. Und wir haben nicht mehr Stein. Dreifachschlag lassen wir mal da. Und den Hammer. Und die Unheilschlacke lieber mal nicht. Die Kiste müsste leer sein. Ein paar Wurfwaffen. Kann alles hier bleiben. Wirbelwind benutzen wir auch nicht. Lauter Tinnef, aber. Na gut, den lassen wir auch erstmal hier. Das reicht auch nicht. Unser Sack mit den magischen Sachen würde ausreichen. Oh, so reicht das wohl auch schon. Also alles wieder mit. Zack, 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 zack. Auch wenn wir es nicht wirklich brauchen, aber ja, ihr kennt mich ja. Immer alles dabei haben. So, gibt es jetzt einen Weg nach Osten? Nein, hier ist immer noch alles zu. Alles zu. Immer noch alles zu. Hier geht's rein, aber nicht weiter. Ja, die A's sind alle noch da. Wir haben einen silbernen Becher bekommen. Was können wir mit einem silbernen Becher anfangen? Gehen wir mal kurz zum Block in der Mitte. Da haben wir hier ein A. Das heißt, in die Richtung können wir ihn schon mal nicht verschieben. Direkt vor ihm ist nichts. Hier ist aber wieder ein A. Gehen wir mal rum.
Können wir nicht, denn es hier ist auch ein A. Also wir können direkt hier hinten und eventuell können, da können wir nicht durch. Also wir können nicht mal wirklich verschieben. Und eigentlich will ich ihn gar nicht verschieben, denn ich denke mal, der ist wichtig, weil da mussten wir auch einen Steinblock veröpfern. Also hier war nur dieses Urrätsel. Dadurch, wenn wir es in der richtigen Reihenfolge gemacht haben, sind hier die Blöcke aufgegangen. Da können wir nichts machen. Hier waren nur die Teleporter, die immer hier hingeführt haben. Und der Steinblock sollte eigentlich in den Teleporter und dann hier hingeschoben werden. Das haben wir auch. Und das bin ich jetzt, glaube ich, schon zwei oder dreimal abgelaufen. Hier geht's nicht weiter. Wo ist der Becher? Na komm, silberner Becher. Benutzen. Nichts passiert. Geh mal zurück zu den ganzen Gesichtern. Vielleicht erzählen die jetzt etwas Neues. An diesem Ort. Nein. Das Wunder der Schöpfung. Der Amboss der Dämmerung. Vor dir liegt der Mittelpunkt der Schöpfung. Vor dir liegt der Mittelpunkt der Schöpfung. In der Truhe ist auch nichts anderes. Hier ist nirgendwo ein Schalter. Keine flackernden Wände. Okay, wir haben jetzt den Schalter dann nochmal gedrückt. Vielleicht hat das irgendwas bewirkt. Die Throne sehen auch alle gleich aus. Können wir hier den Kelch benutzen? Können wir uns hinsetzen und ein Gott werden? Nee, auch nicht. Schade. Wäre es irgendwo an einer Säule noch ein Schalter? Das wäre komisch. Auf der anderen Seite sind die Knochenthrone. Sieht wie eine Art Thron aus. Können wir auch keinen Kelch benutzen? Auch keine flackernden Wände, keine Schalter. Nix. Können wir die kaputt machen? Nee. Na gut, dann gehen wir wieder zurück zum Hauptraum. In der Hoffnung, dass der eine Schalterklick hier irgendwas bewirkt hat. Das machen wir wieder auf. So, links rum. Das A zeichnen wir mal auch ein. Hier ist auch ein A. Das heißt, entweder ist das A weg oder das A weg. Wenn die beide noch da sind, kommen wir nicht rein. So, das A nach Osten ist da. Und das ist auch da. Nö, kommen nicht weiter. Ich speichere mal kurz ab und schmeiß dann den Silberkelch weg. Vielleicht kann man damit das Ganze irgendwie auflösen. Oh, apropos auflösen. Wir können ja mal so einen schwarzen Block benutzen. Der löst hier magische Sachen auf. Aber nee, können wir auch nicht durch. Schade. Versuch was wert. So, du bist jetzt 82b. Und wo ist der Kelch? Da ist der Kelch. Den Kelch können wir nicht schmeißen. Wir können ihn nur auf den Boden legen. Und das auch nicht auf einem Feld, das wir nicht begehen können. Oh, vielleicht müssen wir den Kelch in die Mitte setzen, wo der Stein ist. Rechts rum. Weg mit dir. Ich komme nicht auf das Feld. Da komme ich auch nicht ran. Ja, wir kommen gar nicht mehr zum Stein, außer von der einen Seite. Und da können wir nicht schieben. Okay, also zerklopfen wir den Stein, den wir verschwendet haben.
setzen da den... Die Druckplatte ist deaktiviert. Und setzen da den Kelch rauf. Ah, ist immer noch da. Ah, ist immer noch da. Ah, ist immer noch da. So viel dazu. Gucken wir nochmal kurz oben, ob das A vielleicht weg ist. Also das da. Nö. Na gut, dann lade ich mal wieder den Speicherstand, wo der Block in der Mitte noch ist und mache einen kurzen Cut. Bis gleich.